So Leute und Moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video und heute geht es mal wieder um das Thema Diesel, wie so häufig in diesem Kanal in der letzten Zeit, aber ich möchte nicht umherkommen und euch darüber weiterhin informieren, denn es gibt jetzt aktuell, wir schreiben jetzt am 1. November die Möglichkeit der Musterfeststellungsklage, also in Umgangssprache wird das häufig Sammelklage benannt. Sammelklage gibt es rechtlich nicht in Deutschland. Dementsprechend nennt sich das aber jetzt die Musterfeststellungsklage. Da ist auch ein betroffener Anwalt, der das Ganze angesammelt hat und verschiedene Parteien da vertritt. Also Parteien sind natürlich betroffene Personen mit einem Dieselfahrzeug. Und die möchten halt Klage gegen VW einreichen. Er spricht davon über 4000 konkreten Anfragen, die er erhalten hat für das ganze Thema. Genauso auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat rund 26.000 Anfragen bekommen. Das ist verhältnismäßig, wie ich finde, für die ganze betroffene hohe Zahl in Deutschland noch relativ gering. Ich denke auch, wenn das ein bisschen publik wird, dann wird da auf jeden Fall noch mehr kommen. Versteht mich an der Stelle auf gar keinen Fall falsch. Ich möchte nicht kritisch sein und damit irgendwelche Arbeitsplätze gefährden oder ähnliches. Ich bin nur ganz klar dafür, dass erstens Aufklärung betrieben wird, was passiert ist, wer es getan hat, ganz wichtig, und dass auch dementsprechend eine Entschädigung für die Personen kommt, die geschädigt wurden. Das ist absolut fair und legitim und das werde ich auch immer weiter so kommunizieren. Dementsprechend wird in den nächsten Tagen, Wochen vom Bundesamt für Justiz ein sogenanntes offizielles Register eingerichtet. Da hat man dann als Betroffener die Möglichkeit, sein Fahrzeug oder sich selber als Geschädigten anzumelden. Muss man uns ganz genau im Detail mal angucken. Ich kann ja noch ein Video dazu machen, wenn das dann soweit ist, dass man halt eine Entschädigung klagen möchte. Dieses Register kommt in den nächsten Wochen. Alle Betroffenen, die ein Fahrzeug nach, ganz wichtig, oder ab November 2008 gekauft haben, können dort die Musterfeststellungsklage sich daran hängen oder einklagen oder wie man das auch immer genau juristisch bezeichnet. Das geht nicht für die Fahrzeuge vor November 2008, weil das die Verjährungsfrist ist, meine Vermutung, bei den 10 Jahren. Und ganz übel aufgestoßen ist mir Zitat von der DPA, also da habe ich das Zitat gefunden, von dem Unternehmenssprecher von VW scheint das zu sein. Und das ist wirklich so eine Sache. Das finde ich nicht fair und deswegen finde ich es auch wichtig, dass ich hier in dem Kanal die Reichweite nutze, auch wenn das nur eine kleine ist, um dafür ein bisschen aufzuklären und zu sensibilisieren, wie mit diesem ganzen Skandal umgegangen wird. In den USA wird das halt knallhart gemacht, von den Gerichten entschieden, zack, Fahrzeug zurück, womöglich noch eine Entschädigung oder einfach komplett Kohle und so weiter und so fort. Das ist die Hardcore-Variante, die gibt es in Deutschland anscheinend nicht. Was ich wirklich sehr traurig finde, die Zurücknahme ist nicht durchgesetzt worden, wie sie ja mal angedacht war vor einigen Wochen, wie ihr wisst. Ich lese euch das Zitat vor. Das Instrument der Musterfeststellungsklage ändert nichts an unserer Position. Also spricht jetzt jemand für VW. Es gibt keine Rechtsgrundlage für kundenseitige Klagen im Zusammenhang mit der Dieselthematik in Deutschland. Und das finde ich ist wirklich eine starke Aussage. Also ich bin kein Jurist, keine Frage. Mein Bruder ist Betroffener. Ich habe da ein anderes Empfinden. Das Fahrzeug hat nicht die Voraussetzungen, wie es beim Verkauf angegeben wurde. Punkt. Mehr Punkte brauche ich eigentlich gar nicht aufzählen. Es stimmt nicht. Es ist nicht korrekt. Und da frage ich mich wirklich, wie man sich in so einer Situation noch so hinstellen kann, so kackendreist auf Deutsch gesagt, und bringt so eine Aussage. Weil, steht hier auch in dem Bericht vom Tagesspiegel, ist das, Volkswagen zufolge waren im September rund 23.800 Verfahren im Dieselskandal anhängig, also noch im schwebender Prozess. Mehr als 6.000 Urteile habe es gegeben. Für die Musterfeststellungsklage sieht der Konzern wenig Aussichten. Genau, das hatten sie halt gesagt. Da finde ich wirklich ganz krass, also man bekommt ja, wenn man ein bisschen googelt und recherchiert, über Betroffene bekommt man ein bisschen mit, die geklagt haben und in der Regel versucht VW, das außergerichtlich zu klären, kein Rechtsurteil gesprochen wird, damit man keinen Präzedenzfall schafft, an dem sich andere Gerichte orientieren können. Ich bin kein Jurist, wie gesagt, das ist alles Laienwissen, alles was ich mir angelesen habe, ist aber wirklich so meine Wahrnehmung und Vermutung dessen und welche Zahlungen und so weiter da natürlich getätigt werden, das steht dann Verschwiegenheitsklauseln in diesen Verträgen, werden wir so direkt bestimmt nie sonderlich einfach oder gar nicht rausbekommen. Aber es werden Zahlungen geleistet. Und warum? Ich bin nie ein Freund davon, wenn man sagen muss, so, jetzt haue ich dir erst auf die Fresse
und dann kriege ich meine Kohle. Das finde ich ist nicht der richtige Weg, weil wenn ich einen Kaufvertrag, ein Verhältnis mit einer Firma oder jemandem eingehe oder mich jemand irgendwie beauftragt für meine Unternehmensberatertätigkeit, ich mache das und am Ende heißt es dann, nur jetzt bezahle ich dich nicht. Sorry, wovon soll ich leben? Und genauso will ich dann nicht zum Anwalt laufen und sagen, jo, der hat nicht bezahlt, sorg mal dafür, dass ich meine Kohle krieg. Mit diesem Kunden würde ich nie wieder im Leben arbeiten. Warum sollte ich das tun? Auf so einer unseriösen Basis würde ich nicht zusammenarbeiten. Und das spiegelt VW aktuell und besonders bei so einem Zitat für mich aktuell wider. Und das finde ich wirklich ganz traurig. Also gerade wenn man schon das Vertrauen in eine Firma so verloren hat, dann auch noch weiterhin so mit so einem sensiblen Thema umzugehen, finde ich schade. Dementsprechend schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.